Tja, so sieht's aus, wenn man ein Volk abkehrt oder auflöst. Ne, warum lösen wir ein Volk auf? Ganz klar bei Drohnenbrüdigkeit. Das heißt, ich schaue mir die Waben an, finde nur noch Drohnenzellen. Dann wird es aufgelöst. Ich schlage die Waben einfach ab ins Gras und dann fliegt es, wie man es hier sieht, zum Nachbarvolk. Ja, und genau das ist so ein bisschen das Thema von diesem Video, nämlich die Arbeiten jetzt zum, ja, ich sage immer Bienenjahresende, aber eigentlich ist es ja irgendwo knapp hinterm Anfang. Aber jetzt kurz vorm Winter gilt es einfach nochmal drum, ein bisschen Gas zu geben. Wir haben jetzt den 1. Oktober und wir haben dieses Jahr, das Jahr der Sonderheiten nimmt oder die Sonderheiten in diesem Jahr nehmen nicht ab. Wir haben ja schon wieder unheimlich lang warm, unheimlich lang trocken. Also aus meiner Sicht fehlt schon wieder bei uns in der Region unheimlich viel Wasser. Das Ende von dem Lied ist eigentlich schon wieder, dass die Bienen noch voll viel Nektar eingetragen haben. Das wollen wir eigentlich jetzt nicht, ne? Weil wir haben die Bienen ja zum Teil eingefüttert. Gut, wer einen Wetterbericht anschaut, der hat ein bisschen vorsichtig eingefüttert. Und wir haben Bienenkästen, da machst du den Deckel auf, da riechst du richtig Honig. Und ja, jetzt im Moment, also ihr seht, ich sitze immer noch, also ich bin wirklich noch nicht fit. Geht es einfach darum, ein bisschen die Bienen nochmal zu kontrollieren. Bei uns wird es so gemacht, dass jedes Bienenvolk angeschaut wird. Ich will Brut in allen Stadien kurz sehen. Und bei, also dass einfach die Königin da ist. Varroa-Befall haben wir sowieso um die Zeit jetzt dann im Griff. Ich will einfach sehen, dass Brut in allen Stadien da ist, dass die Königin gut aussieht. Also da muss ich die Königin nicht sehen, weil jetzt ist für mich auch der Punkt, wo man eine Königin eigentlich super gut bewerten kann. Wenn ihr das mal, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, bei euch oder auch bei anderen Imkern, schaut mal um diese Jahreszeit 20, 30 Völker an einem Stand, also wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, durch und ihr werdet da qualitative Unterschiede im Brutnest absolut sehen. Nicht unbedingt an der Volksstärke, aber die Brutnester. Und das ist für mich einfach so der Zeitpunkt, wo ich mir merke, welche Königin ein schönes Brutnest hat, was mir gefällt. Man muss aber sagen, ein Brutnest kann auch groß sein mit erhöhtem Varroa-Befall. Also ich setze mal voraus, dass wir die Varroa-Milbe, und die haben wir ja im Griff haben. Und dann sieht man da jetzt einfach schöne Brutnester bei der einen oder anderen Königin, die ein Tick stärker ist wie bei den anderen Bienenvölkern. Und die markiere ich mir einfach. Bei der Gelegenheit sehe ich natürlich auch, wie viel Futter ist. Und Futter ist genau jetzt ist ein bisschen das Problem. Das habe ich ja auch immer in den Imkerkursen. Wie erklärst du jemand, der im ersten Jahr Bienen ist, wie viel Futter muss da rein? Ja? Im Lehrbuch steht natürlich 15 Kilo, 20 Kilo. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das mit dem Futter handhabt. Ne? Das würde mich echt interessieren, was ihr da für eine Faustformel habt, wie ihr das vielleicht auch euren Jungimkern, die ihr habt, erklärt, dass eben ein Jungvolk oder ein Kunstschwarm im Juli nicht unbedingt 15 Kilo Winterfutter braucht. Also das würde mich echt freuen, wenn ihr da mal was in die Kommentare schreibt. Weil bei mir ist das natürlich innovativ, nein, nicht eher. Egal. Ich habe das auf jeden Fall im Gefühl. Ja. Also klar, du machst das Bienenvolk auf, du ziehst die Wabe raus, schaust dir die Brut an, hängst du da ein und dann notierst du dir auf dem Deckel, zack, plus 2 Kilo. Ja, fertig aus. Ne? Und das passt eigentlich immer. Also ich heb die, so viel auch zum rückenschonenden Imkern, ich heb meine Bienenvölker eigentlich zur Gewichtskontrolle nicht an. Ich schaue mir das, ich schaue es also so an, vor allem in diesem Jahr, wo wir wieder viel mit Ameisensäure arbeiten musste, weil ich ja unpässlich bin oder zum Teil unpässlich bin und Ameisensäure ein bisschen für erhöhten Königinverlust sorgen kann, schaut man sich auf jeden Fall alle Bienenvölker an und dann hat man das mit dem Futter auch gleich im Blick. Man hat es mit Pollen im Glück. Aber zurück nochmal zu diesem vielen Nektareintrag. Der viele Nektareintrag macht in unserer Region dieses Jahr zum Teil echt erheblich Probleme. Also du machst einen Bienenkasten auf und es riecht wie im Frühjahr, richtig nach Honig. Der Honig schmeckt auch richtig gut. Ne? Und das schnürt natürlich das Brutnest unheimlich ein. Also da muss man aufpassen, darf zu früh oder hat zu früh nicht zu viel füttern dürfen. Und wenn es dann halt mal knapp wird, dann muss man da ein bisschen Waben umhängen, dass einfach Platz ist im Brutnest. Also ich habe Bienenvölker je nach Standort, die haben dieses Jahr
5 Kilo Futter bekommen und sind ratzevoll. Ja, das habe ich jetzt persönlich, wie so vieles in diesem Jahr, obwohl ich ja doch schon ein Weilchen Imker dann auch wieder, im Vergleich zu vielen alten Hasen natürlich noch nicht arg lang, aber habe ich, wie so vieles in diesem Jahr, so in dieser krassen Form auch noch nie in echt erlebt. Auch unheimlich viel Pollen, unheimlich vitale Völker. Klar ist bei uns ein bisschen der Punkt, dass die Bienenvölker nicht vielleicht ein Tick schwächer sind, weil ich ja im Prinzip ja jetzt schon seit Mitte Juli mehr oder weniger ausgefallen bin. Und da kommen wir ja eigentlich auch zum ganz anderen Thema für alle, die Imkerei immer so ein bisschen verklären. Ne? Ich meine, im Hobbybereich super geil, ne? Im Erwerbsbereich, was passiert? Ne? In so einem Fall, wenn du ausfällst, du hast eine Halle gebaut, hast eine Erwerbsimkerei aufgebaut und du fällst wirklich aus und hast keinen Helfer. Weil da haben wir ein massives Problem. Ne? In der Berufsgenossenschaft, in der Landwirtschaft bekommst du Betriebshelfer. Da gibt's ja welche, zwar nicht mehr arg viele, das wird ja alles ausgedünnt, so wie ich das erlebe oder kennengelernt habe. Aber in der Imkerei, wo hatten die Berufsgenossenschaft einen Imkergesellen oder einen Meister, der dir im Betrieb im Notfall aushelfen kann? Also ich wüsste davon keinem. Ist vielleicht mal so ein Gedankenanstoß, was man so prinzipiell mal politisch ein bisschen auch für die Imkerei verbessern könnte. Weil letztendlich schwärmt jeder für die Biene und findet es toll. Aber ja, in der Praxis hapert es dann doch ein bisschen bei der ein oder anderen Unterstützung. Genau, jetzt haben alle Bienenvölker dann durchgeschaut, so Anfang Oktober. Dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, die aufzumachen. Klar, jetzt zur Restentmilbung im brutfreien Zustand im November, Dezember, klar machen wir die da schon nochmal auf. Ich beträufel die ja mit Oxalsäure. Aber ab jetzt, wenn ich mir draufgeschrieben habe, okay, eine 9 dahinter für den Monat September und ein Plus für das, also plus 1, plus 2, plus 4, also wie viel Kilo Futter ich da noch reintun will, dann ist das für mich gegessen. Dann sehe ich die Bienenvölker eben zur Restentmilbung. Klar zum Füttern, aber da machen wir sie nicht auf, ne? Das leeren wir oben rein. Und gibt es ja auch ein Video dazu, wie ich das mache, das kann ich euch verlinken. Und dann ist der Laden gegessen. Ja, dann sind wir mit den Bienen im Winter und kommen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, eigentlich in der Regel auch sehr gut wieder aus dem Winter raus. Ja, jetzt zeige ich euch mal noch kurz, wie ich mir das notiere auf dem Deckel. Ist kein Hexenwerk. Und dann können wir uns von mir aus auch noch ein, zwei Bienenvölker von oben anschauen, dass ihr da mal einen Eindruck seht. Also hier sehen wir jetzt einfach und mein Vermerk, okay, im Monat 9 und 2 Kilo Futter wollen wir da. Können wir uns auch gleich das Bienenvolk anschauen. Wie gesagt, ich habe es mir schon angeschaut. Ne, so sitzt es jetzt da. Ich eng die ja nach Möglichkeit so ein, dass die leeren Waben draußen sind, also bienenbesetzte Waben. Egge ich die ein und ja, wie gesagt, von der Stärke her hatten wir schon bessere Jahre, aber wie gesagt, ich möchte mich nicht beklagen, weil wie gesagt, ich bin dann ja jetzt auch doch schon ein Weilchen und auch noch ein Weilchen in der Zukunft ein bisschen gehandicapt. Ich bin eigentlich froh, dass wir das so hinbekommen mit viel Unterstützung und viel Willen und ja, ein bisschen Glück braucht man auch, gell? Also, dann in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.